Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, den wir heute zu Ehren des blutigen Krimifests Tirol in seinen schwärzesten Winkeln erkunden. Dort treten, wenn man ihre Bluttaten addiert, mehrere Jahrhunderte Stein und Garsten an. Und eine Delegation kann ich heute begrüßen. Thomas Raab ist mit seinen Metzger-Romanen schon eine Instanz. Außerdem ist er Musiker und verschmäht Facebook. Die zumindest literarische Welt von Andreas Gruber sind die Zyniker und Kiffer. Im Thriller Todesreigen soll Kommissarin Sabine Nemetz eine Selbstmordepidemie unter ihrer Kollegenschaft aufklären, bis sie selbst verschwindet. Auch Melanie Rabe lässt in ihrer Neuerscheinung Die Wahrheit einen Helden verschwinden. Das Vorgängerbuch, mit dem sie debütiert hat, erreichte 21 Länder. Bernhard Eichner schließlich hat in einem lokalpatriotischen Rühren das Krimifest Tirol erfunden und wird uns auch heute exklusiv vorab den Gewinner des österreichischen Krimipreises präsentieren. Zuerst die Neuerscheinungen. Für eine ist ein blutiger Dilettant verantwortlich. Scherbengericht. Veit Heinichen. Erschienen bei Piper. Zu haben um 20,60 Euro. Der griechische Meisterkoch Aristeides Albanese war 17 Jahre unschuldig im Gefängnis. 12 falsche Zeugen hatten ihn dorthin gebracht. Als er vorzeitig entlassen wird, schwant mehreren triestinischen Zelebritäten Übles zu Recht. Bester Krimistoff von einem wahren Könner. Nach uns die Pinguine. Hannes Stein. Erschienen bei Galliani. Zu haben um 19,60 Euro. Der letzte amerikanische Präsident hat sein Amt angetreten, der dritte Weltkrieg tobt, aber auf den Falklandinseln hat man andere Probleme. Der beliebte Gouverneur wurde mit der Büste Winston Churchills erschlagen, obwohl er krankheitshalber dem Tod geweiht war. Ein fulminanter, witziger Zukunftskrimi mit ernsthaften Subtexten. Die Irrfahrt des Michael Aldrian, Gerhard Roth, erschienen bei S. Fischer, zu haben um 25,70 Euro. Der Opernsouffleur Michael Aldrian bricht ins winterliche Venedig auf, um seinen dort lebenden Bruder zu besuchen. Der aber ist fort, verschwunden bis auf eine abgeschnittene Hand, die dem Suchenden zugestellt wird. Roths Roman, der erste einer Venedig-Trilogie, schürft mit kriminalistischen Instrumentarien und auf literarischem Höchstniveau in den Abgründen der Seele. Autolyse Wien. Karin Peschka, erschienen bei Otto Müller, zu haben um 19 Euro. Eine Katastrophe unbekannter Beschaffenheit hat Wien zerstört, wobei die im Titel apostrophierte Autolyse auf einen Akt der Selbstauflösung hinweist. Mosaikartig fügen sich Episoden des Untergangs ineinander. Ein lakonisches, glänzend erzähltes Stück Endzeitprosa. So klingt dein Herz. Cecilia Ahern, erschienen bei Fischer Krüger, zu haben um 15,50 Euro. Der Name der Irin steht für die Gnadenlosigkeit einer nie ermüdenden Produktivität, die durch keinerlei Begabung legitimiert ist. Dass die junge Waldbewohnerin Laura jedes Tier der Welt nachahmen kann, ist anerkennenswert. Aber kann sie das nicht weiterhin in den Wäldern Westirlands tun und auch den Toningenieur Salomon ohne Behelligung der Leserschaft ins Nirvana zwitschern? So, dann kann sie jetzt Hera Lind und Sarrazin imitieren. Meine Damen und Herren, Thomas Raab unterrichtete als Gymnasiallehrer Mathematik und Turnen und blieb auch als Kriminalautor den Schrecknissen verbunden. Zuletzt schickte er seinen Möbelrestaurator Willibald Adrian Metzger tatsächlich ins Fleischhauermilieu. Derzeit wird eine Adaption seines Erfolgsromans Still fürs Kino vorbereitet. Servus. Hallo. Kommst du noch daher, gell? Ja, gerne. Die Stützen, sind das die noch vor 10 Jahren? Ja, ja, freilich. Das ist alles stabil gepfählt. Da brauchst du dir keine Sorgen. Was willst du trinken? Einen Rotwein hätte ich da. Gerne. Karivella mehr? Ja, schon, natürlich. Gerne einen Rotwein, bitte, gerne. Gut. Gerne. Machen wir doch.
Schöne Gläser. Ja, wunderbar, gell? Wenn eins fehlt, dann weißt du, sicher. Wo es ist. Danke, danke, danke. Gut. Sag einmal, der Metzger, der ermittelt jetzt 10 Jahre. Der Erfolg hält an, es wird gerade verfilmt und so weiter. Sag einmal, legst du das auf Donna Leon an oder gar auf Jerry Cotton? Der war doch lang relativ, nicht? Ja, also ich muss schon sagen, meine Hochachtung, die Donna Leon verdient schon meine Hochachtung und auch die Eva Rossmann, ja, dass die Figuren so lange erfolgreich über lange Jahre wirklich ziehen können und auch ertragen können, nicht? Dass die auch die Figuren aushalten. Ja? Das ist schon bewundernswert. Und der Metzger, der, ich liebe ihn noch immer, aber er versteckt sich halt manchmal und verlangt auch von mir, dass ich mich mit ihm geduldiger beschäftige. Das ist halt, ich bin jetzt 10 Jahre Schriftsteller und ich merke, dass diese Vielfalt der Gedankenfreiheit, also das Schöne an der Freiheit des Schreibens ist die Freiheit. Nicht, dass der Kopf plötzlich Purzelbäume schlägt und dir fallen 100.000 Dinge ein. Und da musste ich jedes Jahr entscheiden, was ist meine Priorität? Ja, womit fange ich neu an? Und auch, es ist eine Gnade, von Buch zu Buch existieren zu können als Schriftsteller. Es ist nicht selbstverständlich, dass du als Schriftsteller ein Buch schreibst und dann lesen das die Leute und du darfst das nächste schreiben. Also das ist schon, ich gehe damit schon sehr verantwortungsvoll um und überlege immer genau, womit halte ich es jetzt aus die nächste Zeit. Und der Metzger, der macht, ich werde immer Metzger schreiben, aber momentan bin ich gerade auf Entdeckungsreise, sagen wir so. Hast du eigentlich für den Metzger ein Ausstiegsszenario? Denken wir an Poirot, am Schluss nicht in der Lage ist, einen Mörder zur Strecke, er mordet den Mörder und bringt sich selber um. Du hast noch nichts überlegt. Das tue ich dem Metzger nicht an. Also solange ich schreiben darf, glaube ich, werde ich Metzger schreiben. Verstehe. Ich möchte nicht sagen, ich schreibe jetzt den letzten Metzger und dann fällt mir in 3 Jahren wieder einer, dann geht man so ab. Dann kannst du ein Prequel machen oder so. Ja, nein, das möchte ich nicht, nein. So wie Winnetou, ne? Der stirbt ja im dritten Teil und nachher geht es genau. Simbasee. Nein, das möchte ich nicht, nein. Nur jetzt war irgendwie so der Plan, dass der Metzger jetzt mal heiratet, die Djokovic, und dass die Hochzeit schief geht und so, aber das braucht ein bisschen, da muss bei mir ein bisschen so... Den musst du ja reifen lassen. Irgendwie. Ja, und der wächst mit mir, weißt du? Das ist doch so. Ich mag keine Bücher, wo man das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen. Ja, der Ermittler ist quasi, ich weiß nicht, der liegt im tiefgefrorenen... Nur der Jerry Cotton schon. Ja, das ändert sich nie. Das mag ich nicht. Der wächst mit mir mit und plötzlich tut ihm auch die Leiste weh und da drückt es ihm und er ist ein Hypochonder, so wie ich vielleicht manchmal. Und der muss das dann schon ausbaden. Ja, so, gibt es eigentlich Mörder, die der Metzger nicht anzeigen würde? Nehmen wir es ein bisschen konkreter. Hast du schon so in den Zeitungen oder so einen Fall erlebt, wo es dir lieber gewesen wäre, der Täter wäre nicht gefasst worden? Die Frage ist deshalb gut, weil mit dieser Frage setzen wir uns ja, glaube ich, Krimiatoren ständig auseinander. Wenn du nicht den Mörder irgendwie magst oder verstehen lernst, ist es sinnlos, einen Krimi zu schreiben. Nicht? Also dieses sich hineinversetzen und ihn so sympathisch finden, dass man vielleicht sogar in der Mitte des Buches die Kurve kratzt und ihn doch nicht zum Mörder, dass er doch nicht Mörder wird, passiert mir schon öfter. Das passiert? Ja, im dritten Buch ist mir das passiert. Ja. Und ich habe draußen mit Andreas Gruber geplaudert, was so spannend ist. Ne? Der weiß alles ganz genau. Ja? Ich weiß überhaupt nichts. Ja. Ich fange zu schreiben an, dann fallen mir 100.000 Dinge ein und dann weiß ich oft gar nicht, wer der Mörder ist. Und es kann ein einziger Gedanke mein ganzes Buch umwerfen. Also das, nicht, was davor ist, aber diese Zusammensetzung, das Analysieren, was da vorne steht, neu aufschlüsseln lassen. Das ist für mich schon irgendwie ein ständiges Rätsel lösen. Ja. Jetzt sag einmal eins, dieser Reifungsprozess des Metzger. Du hast ja einen Helfer dabei, nämlich den Balfrader. Beginnen sich die beiden Gestalten langsam zu fusionieren ein bisschen? Nein, überhaupt nicht. Ich schätze den Robert irrsinnig als Schauspieler, aber das würde ich nie zulassen, dass der Robert in mein Hirn schlüpft und mir den Metzger wegnimmt. Er ist auch ein voluminöser Mensch. Das würde auch gar nicht gehen, weil die Verfilmung war doch darauf angelegt, fürs Fernsehen ein Erfolg zu sein. Da gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Ja, die Djokovic war überhaupt nicht die Djokovic aus meinem Roman. Ja, das war auch ein Streitpunkt, die war halt schlank. Ja, und da war ich im demokratischen Prozess eingebunden und habe halt dann auch akzeptiert, dass das so ist, ja, dass das viele so wollen. Nein, das passiert nicht. Ich denke an den Poirot, der Ustinov ist das Gegenteil von Poirot. Ja. Poirot ist klein und rundlich und schwarzhaarig. Okay. Hol mal einen Gruber dazu. Gell? Ja, wunderbar.
Meine Damen und Herren, seit 20 Jahren setzt sich Andreas Gruber an seinen Schreibtisch, um mit Gewinn die Abseitigkeiten der menschlichen Natur zu erkunden. Mit der Ermittlerin Sabine Nemetz und dem Profiler Snyder, da gelangen zwei Bringer erster Güte, wie über 1,4 Millionen verkaufte Buchexemplare unter Beweis stellen. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Andreas Gruber. Herr Gruber, wofür würden Sie sich selbst ein Kompliment machen? Mir fällt nichts ein. Gar nichts? Kritik gibt es sehr viel, aber Kompliment? Nein. Nein, mir fällt nichts ein. Ich glaube, Sie müssen sich mehr selbst lieben. Vielleicht Selbstdisziplin beim Schreiben, das ist das Einzige. Aber Selbstdisziplin beim Abnehmen, das funktioniert schon wieder nicht. Also Selbstdisziplin in einem sehr eng gesteckten Rahmen vielleicht, ja. Sind Sie geduldig? Es kommt drauf an. Wenn ich weiß, dass manche Dinge wegen Qualität seine Zeit braucht, dann bin ich geduldig, damit was Gutes am Ende rauskommt. Aber wenn Dinge ganz einfach schnell gehen müssen, dann müssen sie schnell gehen. Dann bin ich ungeduldig. Was ist mit dem Alter besser geworden? Die Lebensqualität und der Lebensstil ist besser geworden. Und ein bisschen die Ruhe ist im Alter dazugekommen. Was bedeutet Freiheit für Sie? Freiheit bedeutet für mich, dass ich das machen kann, was ich gern mache, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, wo ich es gern mache. Also jetzt im konkreten Fall Schriftsteller, das war ja für mich immer ein Traum. Also mein Ziel, dass ich mal als freier Schriftsteller lebe, und das habe ich mir erfüllt. Und jetzt kann ich das schreiben, was ich immer schon wollte. Das ist für mich Freiheit. Was haben Sie schon getan, von dem Sie dachten, das tue ich niemals? Ich bin zweimal auf dem Großglockner geradelt. Das hätte ich mir nie gedacht, dass ich das eh schaffe. Sind Sie die Lieblingsperson von jemandem? Vielleicht von meinem kleinen roten Kater. Der freut sich jetzt mal, wenn ich heimkomme. Sie sind so bescheiden, Herr Gruber. Wären Sie bereit, Ihre Lebenserwartung um 10 Jahre zu reduzieren, um entweder besonders attraktiv zu sein oder besonders berühmt zu sein? Nein, im Gegenteil. Ich hätte gern 10 Jahre draufhängen und in Kauf nehmen, dass ich noch hässlicher bin. Ja, also das war es mir wert. Würden Sie das Gesetz brechen, um einen geliebten Menschen zu retten? Ja, total. Sofort. Jederzeit. Fluchen Sie beim Autofahren? Natürlich. Und wie? Ich hoffe, wir geben Ihnen jetzt keinen Anlass zu fluchen. Ich entlasse Sie zu Heinz Sichrowski. Vielen Danke. Dank. Danke. Willkommen, wie schön, dass Sie da sind. Darf es ein Schluckerl Rotwein sein vielleicht? Oder ein Rivella? Guten Abend. Sie haben es letzte Mal angeboten, so einen Frucadesaft, also den normalerweise nie jemand trinkt. Ja, aber Frucade, also das ist eine Beleidigung für die Frucade. Ich wünsche viel Freude so damit. Bitte. Bitteschön. Das ist, die Flasche ist anders geworden, gell? Doch keine Ahnung. Sie danke, haben danke. Immer schon ein Faible für das Abseitige gehabt, nicht? Ja, zumindest literarisch. Ja, wenn man das mit Wasser spritzt. Ja, aber unbedingt. Der Werner Gruber hat es mit Rotwein gespritzt. Das war extrem. Der Herr Namensvetter. Ja, ja, ja. Und wie schmeckt es? Probieren wir dann mal. Sag ich Ihnen gleich. Ich habe die Ansprüche übrigens gut gefunden. Klein, rundlich, Poirot. Apropos, hol mir den Gruber rein. Ja. Das war gar nicht so gemeint, aber jetzt, wo Sie es sagen, ist nicht schlecht. Ist gut, ja, ist gut. Gut. Na, sagen Sie mal, sind Sie ein heimlicher Anarchist, frage ich mich. Weil wenn ich mir den Fall anschaue, diese Sabine Nemetz ist keineswegs der Meinung, dass diese Selbstmordepidemie, dass es sich da wirklich unter Polizisten, dass es sich da wirklich um Selbstmorde handelt. Die Täter könnten ruhig in der Exekutive sein. Es verschwinden Akten, es wird vertuscht. Haben Sie irgendwie kein Grundvertrauen in den Rechtsstaat? Die Frage finde ich irrsinnig interessant, und zwar deshalb, Anarchist, weil früher in Studentenzeiten, ja, war ich ja bei der sozialistischen Jugend und bei der KPÖ. Ja, und da hat man natürlich viel anarchistische Gedanken. Also ich habe jetzt das gar nicht so analysiert, aber möglicherweise spielt das eine Rolle. Also die sozialistische Jugend ist ungefähr so anarchistisch wie der Chap, aber bitteschön, das ist nicht... Damals, wir reden ja von vor 30 so. Jahren, ja. Da hat der Chap auch noch heimlich Fensterscheiben. Ja, genau, da war er noch ein junger Bursch. Ja, aber nur, wenn es niemand gesehen hat. Nicht? Hat er eingehaut. Verstehe. Jetzt, interessant, es gibt auch einen Trend zum suspendierten Ermittler.
Nicht? Jetzt ist einmal der Schneider ist außer Dienst, ist auch suspendiert. Und auch bei Nespö, der Harry Hule, der wird auch suspendiert. Das ist doch als Kunstgriff nicht schlecht. Hat er da mehr Ellbogenfreiheit? Das hat sich zwangsläufig so ergeben, weil Todesreigen ist jetzt der vierte Fall vom Schneider. Und am Ende vom dritten Teil macht er eine schreckliche Tat. Das kann man jetzt nicht verraten. Aha, ja. Ja, und er hat eben die Möglichkeit, entweder kommt er ins Gefängnis oder er wird suspendiert. Das wird dann zu Beginn von dem Roman aufgelöst und in dem Roman ist er jetzt suspendiert. Und das ist sozusagen jetzt sein Weg, zurückzufinden zum Bundeskriminalamt. Aha. Und da muss er halt über Leichen gehen. Ist das ja erstrebenswert? Zurückzukommen ins BK? Naja, für den Schneider schon, weil der kann nichts anderes. Ja. Der ist ganz einfach im Geiste eine Maschine, der muss Killer fangen. Der kann nichts anderes machen, außer Killer fangen. Aber also, sag einmal, warum eigentlich ins Bundeskriminalamt? Das kann sich vielleicht um den deutschen Markt handeln. Der österreichische ist ja relativ unmaßgeblich, nicht? Ich wollte einen Niederländer als Figur haben. Aha. Ganz einfach einen kiefenden Niederländer. Ja, ja, mit, ja. Und das hat sich halt angeboten, wenn er schon Profiler ist, und er muss Profiler sein, weil die ersten Teile waren ja Serienkillerfälle, ja. Dass ich mich im Bundeskriminalamt platziere, weil ich da ganz einfach viel mehr Möglichkeiten habe. Das ist ein Apparat von 5000 Leuten in Wiesbaden. In Wiesbaden, ja. Und da, also die Zentrale vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden, und da hat er ganz einfach viel mehr Möglichkeiten, dass er Fälle löst oder dass er europaweit agiert. Und das kennen wir ja alles noch aus Aktenzeichen XY, wo er immer geschaltet hat ins Bundeskriminalamt Wiesbaden. Das war zum Gott. Der Titel der Hero war in Wiesbaden. Ich war eine Woche in Wiesbaden. Und war es schön? Es war interessant. Es war interessant. Die haben 5 Locations in Wiesbaden, unter anderem die Akademie. Die spielt ja auch eine Rolle in dem Roman. Und ich habe da sehr viel Stoff und Ideen mitgenommen für weitere Bücher. Jetzt ist der Schneider auch noch ein Giftler, nicht? Wie wir ja gerade gesagt haben. Haben Sie prinzipiell die Erfahrung gemacht, dass die Polizisten in so einem schlechten Zustand sind? Vielleicht, weil sie das alles erleben müssen? Also für den Schneider ist es wichtig, dass er Marihuana raucht, weil er sich ganz einfach, er hat so eine Methode entwickelt des visionären Sehens. Also wenn er sich mit Marihuana einraucht, dann kann er sich in die Gedankenwelt der Killer reinversetzen und führt mit der Figur, die er jagt, fiktive Gespräche. Also da war es notwendig, dass er kifft. Verstehe, das ist aber sehr, 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 sehr probate Anleitung für die Kollegen. Nicht? Ja, sollten Sie vielleicht einmal probieren. Und du? Nein, also ich hab noch nie gekifft. Nie? Was ich gerne einmal probieren möchte, ist einen Haschcookie einmal essen. Ja? Aber ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. Also Heinz, also, das nächste Mal. Ja, aber ich weiß ja nicht, ich kann ja du nicht Du nimmst backen. Die Haschcookies mit, sie passen auf uns auf und ist dann schauen wir, was passiert. Na, servus. Das nehmen die Kinder schon am Skikurs heute mit Haschcookies. Da brauche ich nur zur Schule gehen und... Ja, aber nicht zu uns. Wir haben noch Rumkugeln eingesammelt, wie ich noch Lehrer war. Haben wir Rumkugeln hast du auch immer die... Diese Rumkugeln, aber gell, diese... Die hat den Schülern die Rumkugeln weggenommen. Die sind wahnsinnig heftig. Da ist so viel drin. Wir haben das immer nach der Wassergasse gekauft und haben uns vollgeflaschelt mit je 10 Decker. Aber das ist die Zeit, das waren viel friedlichere, harmloser. Meine Frau hat es abgelutscht, die Schokolade. Wirklich? Sieht es alles aufgehoben, den Inhalt, also diese Zucker, und dann an einem Abend so, papp, alle auf einmal. Erschütternd. Das ist schräg, das muss ein schwerer Fall von Abhängigkeit sein. Ja, ja, sehr gut. Das. Ja, aber dass Sie nie das Marihuana probiert haben, woher haben Sie diese sehr farbenprächtige Schilderung? Na, ich kenne jemanden, der Marihuana raucht, und den habe ich interviewt, und der hat mich dann auch auf die Idee gebracht, dass der Schneider im Vanilletee trinken könnte. Aha. Weil ja die Kiefer gern Vanilletee trinken, weil dieses Aroma den Geruch von Vanille, von Marihuana übertaucht. Ah. Und so sind halt die einzelnen Elemente für den Schneider entstanden. Ich lerne und lerne. Der Heinz schreibt schon mit Ihnen. Ja, das sicher. Ich komme auf meine alten Tage noch an. So wird das passieren. Muss eigentlich ein Kriminalroman genau recherchiert sein? Sie sind ja wirklich ein penibler Recherchierer. Nicht? So wie auch zum Beispiel der Veit Heinichen, der wirklich ganz genau politische, soziale Verhältnisse recherchiert. Der müssen muss man es nicht. Man kann natürlich einen Kriminalroman schreiben, ohne dass er recherchiert ist, aber die Leser, glaube ich, merken es. Ja? Wenn dann irgendjemand von Fach ist, dann wird ein Mediziner aufschreien und sagen, boah, das stimmt nicht. Ein Spurenermittler wird aufschreien und sagen, boah, das stimmt nicht. Ein Staatsanwalt wird sagen, mein Gott, was für ein Schwachsinn da wieder steht. Ja. Aber man muss trotzdem einen Weg finden. Das muss man beispielsweise in Tatortsicht, ist ja nicht immer Realität. Ja, und die Leute schauen sich halt den Tatort an und glauben, so ist es tatsächlich. Und wenn man dann recherchiert und die Realität ist anders, muss man halt einen Mittelweg finden, dass es trotzdem plausibel ist, aber trotzdem stimmt. Das ist halt ein schwieriger Prozess. Bist du auch so ein Tüftler, ein genauer Rechercheur? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich recherchiere dann, wenn
wenn Not am Mann ist, wenn zum Beispiel ich in einem Buch jemanden in einem riesen Aquarium von Haifischen anknabbern lassen wollte und dann musste ich herausfinden, wie lang braucht die Filteranlage, bis das Blut aus dem Wasser herausgefiltert ist. Ja. Das geht relativ zügig, also quasi über Nacht ist das wieder sauber. Ja. Das ist ja und dann habe ich im Haus des Meeres angerufen. Das ist irrsinnig nett. Also telefonieren ist super, weil oft erwischst du Menschen, dass du das Gefühl, die warten den ganzen Tag, dass sie wer anruft. Wirklich? Und dann wird erzählt bis zum geht nicht mehr. Also wirklich oft bis in private Angelegenheiten. Also das macht wirklich Spaß. Internet recherchieren, da bin ich oft vorsichtig. Und ich schreibe grundsätzlich Bücher, wo der kleine Mann der Ermittler ist. Der quasi beim Fenster rausschaut und sie denkt, was ist da eigentlich los? Und der halt dann quasi hinterrucks. Aber haben die im Haus des Meeres nicht vielleicht reinkaut aus experimentellen Gründen? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Ah, verstehe. Ist auch nichts. Kriegst du auch nicht mit, weil über Nacht ist das wieder sauber. Ja, vor allem und vor allem die Spuren. Was heißt Spuren? Aus fressen die eigentlich das Gerippe mit? Na, sicher. Die Haifisch? Ja. Also ich meine, gut, das müsste man ein Biologe. Ich glaube schon, aber Hai frisst alles. Der frisst ja am Autoraffen genauso. Ja. Also sowieso sollte er die Knochen überlassen. Also. Verstehe. Jetzt würde ich aber sagen, wir holen die nächsten Gäste herein und reden weiter so heiter wie bisher über die Blutdaten, wenn es recht ist. Meine Damen und Herren, Melanie Raabes Debüt Die Falle war einer der größten internationalen Erfolge der deutschsprachigen Literatur der vergangenen Jahre. Die Filmrechte wurden nach Hollywood veräußert und jetzt ist die Wahrheit erschienen. Bernhard Eichner ist nicht nur Schöpfer der dunklen Totenfrau-Trilogie, sondern mit dem Verleger Markus Hatzer auch Initiator des Tiroler Krimifestes. Ein Doppelporträt zu Beginn. Das idyllische Landleben. Das hat zumindest zwischen 14. und 21. Oktober Pause, wenn das erste Krimifest Tirol stattfindet. Hinter der Veranstaltung steht niemand geringerer als Bestsellerautor Bernhard Eichner. Und wer wüsste besser, wovor sich seine Landsleute am meisten gruseln, als der Schöpfer der Serienmörderin Brünnhilde Blum himself. Mit der Totenfrau-Reihe gelang dem 45-Jährigen der Durchbruch. Seither schwimmt der Schriftsteller auf einer Erfolgswelle. Nachdem er lange Zeit als Fotograf tätig war, kann der Innsbrucker heute vom Schreiben leben. Der Tod steht jedoch nicht ohne Grund im Mittelpunkt seiner Bücher. 2004 hat Eichner den Tsunami in Thailand überlebt. Seitdem ist das Sterben ein zentrales Thema für ihn. Was Melanie Raabe angreift, wird zu Gold. Mit dem Romandebüt Die Falle gelang der 36-jährigen Deutschen gleich der erste große Hit. Ihr Erfolgsrezept? Die Figuren sind mit psychologischem Tiefgang versehen. Die Handlung nervenaufreibend bis zum Schluss. Raabe war zuvor bereits als Schauspielerin, Kulturjournalistin und Drehbuchautorin tätig. Daher und aus ihrer Leidenschaft fürs Theater rührt die Liebe zu Dialogen. Im neuen Thriller Die Wahrheit betreibt die in Köln lebende Literatin erneut ein spannungsgeladenes Spiel mit der Identität. Wer schlussendlich der sprichwörtlich falsche Hund ist, bleibt mitreißend bis zur letzten Seite. Willkommen, wie schön, dass Sie da sind. Was darf ich denn zu trinken anbieten? Einen Rotwein hätte ich? Gerne einen Rotwein. Was nimmst du? Du nimmst auch einen Rotwein. Gut. Ist ein sehr guter Rotwein. Was ist das, wenn man fragen darf? Das ist furchtbar. Immer. Das ist ein Zweigel zum Beispiel. Aber du hast, glaube ich, den anderen. Rüdelmeier. Dankeschön. Ich gebe da auch den, gell? Gerne. Vielen Dank. Der Heinz schenkt super ein, gell? Das, was ich glaube. Ich krieg immer Schimpf, weil ich die nicht am Stiel halte. Prost. Also Prost. Aber wenn ich die am Stiel halte, schiebe ich auch. Prost. 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 Da sind wir nicht so. Prost. Prost. Du trinkst nichts. Nein, nie im Dienst. Das ist, bitte entschuldigen, ich habe hier mit Kriminalautoren zu tun. Im Dienst wird bekanntlich nicht getrunken, nur gekifft und Marihuana genommen und so weiter. Gut, alles klar. Gut, okay. Wunderbar. Liebe Frau Raabe, die Wahrheit erzählt von einer jungen Ehefrau und Mutter. Der Mann ist von einer Dienstreise nach Südamerika nicht zurückgekehrt. Zuerst
wirkt diese, ich werde ja nichts verraten, wohlgemerkt, diese Frau wirkt zunächst sehr stark und sehr eine, und dann hat sie doch auch gewisse Abgründe, die wir hier nicht näher thematisieren wollen. Darf ich vermuten, dass das Böse, der Täter, immer spannender ist als das Gute? Ja und nein. Bei mir ist es immer so eine Mischung. Wer ist hier Täter, wer ist Opfer, wer ist gut, wer ist böse? Und ich lege meine Figuren immer sehr zwiespältig an. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein kleines Markenzeichen von mir, dass sich die Sympathien für die Figuren immer so ein bisschen verschieben. Ganz prinzipiell würde ich allerdings sagen, ich habe auch eine Zeit lang Theater gespielt, prinzipiell für einen selbst ist wahrscheinlich der Böse der Spannendere, aber ich weiß oft nicht so genau, wer der Gute und wer der Böse ist. Und auch meine Sympathien als Autorin schwanken da manchmal so ein bisschen beim Schreiben. Ja, es wird niemanden geben, der nicht lieber den Mephisto als den Faust spielt, obwohl der Faust böse genug ist, wohlgemerkt. Absolut, das stimmt. Und es ist zweifellos auch der Hamlet wesentlich spannender als die Ophelia. Nicht? Keine Frage. Ja, die braven Frauen, die hätte ich auch nicht so gern gespielt. Ja, hätte ich auch gerne Hamlet gemacht oder Mephisto. Absolut. Wie gehen Sie denn mit diesen Bildern um, die Sie da schaffen? Verfolgen Sie die? Schleichen sich die in Ihren Kopf? Wir haben gerade darüber geredet. Was geschieht denn da mit Ihnen? Fürchten Sie sich manchmal vor so einer Kreatur, die Sie da gebären? Nicht unbedingt. Ich muss sagen, als Leserin habe ich das viel eher, dass ich mich in einem Buch verliere, weil ich dann natürlich total offen bin und das zulasse, dass das was mit mir macht. Aber als Autorin muss ich natürlich die Zügel in den Händen behalten und das tue ich auch. Es kommt ganz selten vor, dass ich mich mal komplett in der Szene verliere. Das kommt vor, hat bestimmt auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich sehr in meine Figuren reinversetze und auch viel mit so Stream of Consciousness-artigen Sachen arbeite, dass man wirklich mal so zwei Seiten einfach runterschreibt und mal guckt, wie fühlt sich das an und dass ich das wirklich auch hier und da zulasse. Aber grundsätzlich weiß ich ja, wo ich hin will. Ich weiß, was passieren wird. Ich weiß, was nicht passieren wird. Ich überrasche mich hin und wieder, aber nie so zum Negativen, dass ich mich selbst erschrecke. Also im Stephen King-Roman bin ich da viel mehr ausgeliefert als einem Melanie Rabe-Buch. Es ist wie auf der Bühne. Weinen müssen die unten. Nicht? Ganz genau. Klarerweise. Ja. Sag, Bernhard, auch du, diese Blume, ja, eine vertrackte Person. Sind Frauen interessanter als Täter prinzipiell? Pui. Und warum? Wenn man es nicht erwartet? Oder? Also ich habe in meinen Vorgängerbüchern immer Männer als Haupthelden gehabt und ich wollte einfach immer mal eine Frauenfigur schaffen, die ich schreiben kann. Also praktisch, wo dann die Frauen, die Leserinnen auch sagen, irgendwie, das ist nachvollziehbar, das fühlt sich genau gut und richtig an. Kann ich das als Mann, als Autor, so eine Figur erschaffen? Diese Herausforderung habe ich angenommen und sie hat mir sehr viel Glück gebracht, diese Totenfrau, diese Blume. Ich liebe sie. Mhm. Meine Frau ist nicht eifersüchtig, aber sie ist, toll. Na, hast du eine zarte Affinität zu gefährlichen Frauen? Ich bin eigentlich ein Hosenscheißer. Also ich würde wahrscheinlich einen großen Bogen um sie machen, aber es ist natürlich faszinierend, diese Frau, jetzt, ich habe sie 4 Jahre lang begleitet, diese Blume, ihr beim Morden über die Schulter zu schauen, aber auch beim Lieben und auch beim Leiden und ihre Wunden zu pflegen. Und also es war schon toll. Sag mal, ich habe an euch alle eine Frage. Was ist denn die beste Mordmethode? Eine, die man wirklich empfehlen kann. Oh. Das ist beängstigend, dass du uns das fragst. Na ja, du, entschuldige, wenn ich hier mit Fachleuten gesagt habe, mehrere Jahrhunderte Stein sitzen was hier. Was nicht, super funktioniert ist. Ich bin gerade geschockt, dass ich selbst noch nie drüber nachgedacht habe. Na, wir wissen natürlich alle die Antwort, aber wir wissen, dass wir jetzt verroten so. Ja, das ist. Na ja, ein bisschen andeuten. Aber am Berg, also oben am Berg, wenn man jetzt mit der Frau wandern geht und man schubst sie dann, also das ist eigentlich wasserdicht. Eigentlich wasserdicht. Man kann was ich finde das Gegenteil. Wenn jetzt niemand da ist in der Dämmerung, alle sind schon abgestiegen irgendwie. Man ist ich finde es gut, dass er in vielen Partnerschaften passiert, den anderen so lange erniedrigen, bis er sich selber umbringt. Verstehst du? Perfide. Ich bin nicht sicher, ob das nicht ein Straftatbestand ist, aber dann braucht man den Juristen. Unfall. Man muss schauen, dass man kein Alibi, also man muss schauen, dass man Alibi hat. Man muss schauen, dass man kein Motiv hat. Ja. Und dann muss man einen perfekten Unfall inszenieren. Ja, warum macht man es dann, wenn man kein Motiv hat? Das ist eine gute Frage. Vielleicht um den perfekten Mord auszuprobieren. Ja.
Ich habe mir das oft überlegt, wenn jetzt ein Killer, der bringt ja Leute um und dann hat man, weil man ein Motiv hat. Aber wenn jetzt einer herumgeht und wahllos irgendwen umbringt, wo es kein Muster gibt, wie soll man den je fassen? Das ist Patricia Highsmith. Absolut. Zwei Fremde im Zug. Ich habe das oft schon gedacht, wenn ich jetzt eine Bank ausraube, einmal und nie wieder, besser mich erwischen. Vor allem dich. Ja. Ein trainierter Mensch, Turnprofessor. Ich bin der Thomas Rabe, ich hätte gern. Also ich denke bei dem Mord immer noch an Gift. Gift, das ist ja, die Methode der Frauen, finde ich sehr elegant. Macht man sich die Finger nicht schmutzig. Und ich habe immer gedacht, Pilze. Und wenn man selbst davon isst, aber so wenig, dass einem wirklich schlecht wird, glaubwürdig schlecht. Und Pilzvergiftung kommt ja immer mal wieder vor. Es ist gerade Pilzzeit, also ich glaube, ich würde Aber wenn es so einfach wäre, Kinder, wenn es so einfach wäre, dann würden wir das alle viel mehr machen. Also die Damen und Herren zu Hause sollen noch kurz innehalten. Es ist alles nicht so einfach. Nicht so sehen, ich habe keine Meinung. Noch viel mehr würden wir es machen. Ja, okay. Ja, das. Liebe Frau Rabe, Sie haben einen riesen Welterfolg generiert, was fantastisch ist, und ich gratuliere auch. Danke. Wie verändert denn das Leben? Einmal, zumal prinzipiell ist man gut situiert nachher, wenn ich das richtig sehe, nicht? Ja, auf jeden Fall besser als vorher, das ist ganz klar. Ja, das ist natürlich total irre, weil man ans Schreiben ja nicht herangeht mit dem Gedanken, ich möchte damit Geld verdienen. Das wäre zumindest eine relativ falsche Herangehensweise. Mhm. Ich glaube, da ist man in anderen Berufen besser aufgehoben oder da klappt das sicherer. Bei mir war das sehr schön, weil ich glaube, wie alle Kollegen, lange geschrieben habe, bevor es geklappt hat. Ich hatte 4 Manuskripte, die kein Verlag haben wollte. Es war über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und der 5. Roman ist dann ein Bestseller geworden. Ist in Deutschland toll gelaufen, in viele Länder verkauft worden, wird sehr wahrscheinlich verfilmt. Und das war für mich sehr, sehr surreal, weil ich nicht den Gedanken hatte, ich bin eine Senkrechtstarterin, sondern ich hatte den Gedanken, ich bin das Sorgenkind meines Literaturagenten, das er immer noch durchschleppt und das er hofft, irgendwann an einen Verlag bringen zu können. Ja. Und dann ist das passiert. Und das muss man dann erstmal für sich im Kopf zurechtlegen. Wie passiert das eigentlich? Ich meine, es ist ein großartiges Buch, aber es werden nicht wenige sehr, sehr gute Krimis geschrieben. Und der ist toll natürlich, explodiert aber dann ins Unermessliche. Wie geschieht denn das? Wieder so eine gute Frage. Das habe ich mich natürlich auch oft gefragt. Wurde das auch oft gefragt, was war jetzt der Unterschied, Melanie, von Büchern, die keiner haben wollte, zu einem Bestseller? Ich habe einen tollen Agenten, der das Buch sehr clever an meinen wunderbaren Verlag verkauft hat. Und dann bin ich natürlich bei einem großen Verlag gelandet, der eine tolle Lizenzabteilung hat, die auch Bernhards Bücher wunderbar ins Ausland verkauft. Ja, auch nicht schlecht, was? Wir haben dieselbe Verlegerin, dieselbe Wunderbare, die unsere Bücher lektoriert und denselben Agenten. Und den gleichen Agenten, aus demselben Stall. Ein großes Glück. Genau. Absolut. Hat sie schon angeklopft? Nein, aber man sieht hier schon, dass der Literaturbetrieb ein Betrieb ist, der von Persönlichkeiten lebt, die miteinander arbeiten. Und wenn das der Betrieb vergisst, dann geht es einfach abwärts. Und das ist wirklich das Schöne bei BTB zu sehen. Das ist eine tolle Verlegerin, tolle Zusammenarbeit. Ich bin mit Bernhard einfach oft im Austausch. Und das ist in anderen Häusern oft ganz anders. Nicht? Das ist schon, also Heimat zu finden, ist schon was Schönes für Autoren. Darf ich mein Glas eben an Andreas Gruber, Platz 1, Spiegel, Bestsellerliste. Ja. Unglaublich. Das ist ja unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Unser erfolgreichster Österreicher. Yeah! Gratuliere. Ja. Post, danke. Ja. Platz 1, Spiegel, Bestseller. Na, Chapeau, kann ich dir sagen. Alle Achtung. Danke. Man muss dazu sagen, dass die wir da sitzen, irgendwie, dass wir sie alle gern mögen, dass es ja eigentlich so ein bisschen ein Wohnzimmertreffen ist. Ja, stimmt, ja das ist richtig, richtig nett und man kann sich auch freuen für den anderen und das ist toll. Ja, darum magst du ja bald ein Festival, auf das kommen wir gleich. Ich habe nur vorher noch eine Frage. Habt ihr einen Lieblingsermittler aus der Geschichte des Kriminalromans? Jemanden, der wirklich euch zu Herzen geht? Da gibt es ja die harten Herrschaften aus Amerika, gibt es die seltsamen Verschrobenen von Agatha Christie und da gibt es, ja, und so weiter. Also bei mir sind das Sam Spade und Philip Marlowe immer noch. Die sind so cool. Die harte tatsächlich Partie. Die Jungs. Die hart und verletzt zugleich. Ja. Absolut, ja. Also meine Lieblingsfigur kommt aber allerdings jetzt nicht aus der Literatur, sondern aus dem Film, ist der Columbo. Ah ja. Schaue ich jetzt gerade wieder, im Moment gerade alle Staffeln zum, ich weiß nicht wie vielten Male durch, und zwar deshalb, weil der Columbo einen Gegner hat, der am ebenbürtig ist. Ja. Der ist intelligent, der ist raffiniert, die treffen sich auf einem hohen Niveau und dieses Zwischenspiel, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das fasziniert mich sehr. Aha. Was du? Ich liebe auch aufgrund meiner eigenen Arbeit und der Figur, an der ich gerade dran bin, Miss Marple sehr. Weil sie einfach eine von
uns ganz normalen Menschen ist und gleichzeitig diese Achtung des Alters mit sich bringt. Also dass man einfach nicht vergisst, dass Alter nicht bedeutet, dass man sich abmelden muss, ja, sondern dass Alter bedeutet, Respekt haben zu dürfen, nachfragen zu dürfen, eine Schatztruhe sein zu dürfen. Und darum liebe ich das, auch das Schwarz-Weiß und diese Langsamkeit. Und du hast dann... Bei mir ist es ähnlich. Also ich bin auch über Agatha Christie eigentlich zum Krimi gekommen, genau, und habe da wirklich alles gelesen oder quasi alles. Und aus dem Film war immer der Magnum mein großer Held. Ah, ja. Und der Magnum und ich, wir haben dasselbe Brusthaar. Ach so. Echt? Ja. Der Thomas hat so ein ausschnittenes Leib und das ist eine Demo-Frage. Der war immer cool. Der war richtig. Verstehe. Der war gut. Gibt es eigentlich ein Tabu, das ihr nicht anrühren würdet als Schriftsteller? Würdet einen Terrorakt oder eine Kinderschändung oder was auch immer? Ja, also Letzteres könnte ich auf gar keinen Fall schreiben. Mhm. Nicht, weil ich das verwerflich finde, das zu schreiben. Ich könnte das nicht. Ich hätte auch ganz große Probleme, massive sexuelle Gewalt zu schreiben. Denn ich begebe mich in meine Figuren rein und bestimmte Dinge schaue ich mir nicht an, weil ich sie nicht in meinem Kopf möchte, weil ich sie auch schwer aus meinem Kopf wieder rauskriege und weil ich mich kenne. Und da schütze ich mich auch. Also was ich nicht in mein Gehirn reinlassen will, das schreibe ich auch nicht. Und da bin ich tatsächlich sehr vehement. Und, ja, aber da lassen Sie doch noch allerhand an Finsterkeiten hinein. Ja, absolut. Aber ich finde es auch immer ganz befreiend, wenn man gerade nicht alles machen kann. Also ich habe in meinem allerersten Buch, mein allererstes Buch spielt fast komplett in einem geschlossenen Raum. Und ich habe diese Einschränkung des Settings als sehr befreiend empfunden. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht für mich als Autorin negativ, dass ich bestimmte Dinge für mich ausschließe. Es gibt immer noch wahnsinnig viel, was man machen kann. Und manches mache ich nicht. Bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Ja. Ich habe in den letzten Romanen sehr viel Tabus gebrochen, weil ich das ja genau spannend finde, dann so einen Täter aber zur Strecke zu bringen. Aha. Und dadurch lasse ich auch sehr viel Müll in meinen Kopf rein. Und ich finde es interessant, mir reinzudenken in den Täter, warum verdammt nochmal tut er das und auf so eine brutale Art und Weise. Und ich spreche da auch oft mit Psychotherapeutinnen drüber, um dieses Seelenleben des Täters zu analysieren, weil ich selber für mich begreifen möchte, warum es solche Taten überhaupt gibt. Was war die übelste Tat, die bei Ihnen vorkam? Hat mich schockiert, er hat eine Frau einbetoniert und ihr Luftschläuchchen lebendig einbetoniert und sie dann über Wochen eigentlich da gehalten. Und also es hat er mal erzählt, irgendwie danach habe ich mir gedacht, was bist denn du für einer an der? Er wirkt hier so, das ist der Richtige. Das ist top recherchiert, die Szene mit Ärzten. Also die lebt da viele Wochen einbetoniert mit einem Luftschlauch, mit Schläuche für Nahrungsmittelaufnahme und fürs Ausscheiden. Und das war die Mutter? Dann habe ich gefragt, was ist denn mit deiner Mutter, Andreas? Ja, weil ich habe eine glückliche Kindheit. Ja. Aber vielleicht braucht man eine glückliche Kindheit, um über schreckliche Dinge schreiben zu können. Ich finde es nicht beängstigend, dass wir das schreiben, dass Leute auch das lesen. Das macht man noch für mehr Gedanken. Ja, das Lesen sogar für gut befinden. Ich sage bei meinen Lesungen immer, ich mache das nur für euch, Kinder. Ja, das kann ja jeder sagen. Wie ist das mit dir, dass das Tabu gibt? Na, total. Was Kinder betrifft, wenn man selber Kleinkinder hat. Ja, ja. Also meine kleine Tochter ist jetzt in die Volksschule gekommen, meine Große ins Gymnasium. Ja. Und allein der Weg, wie wir den Weg geübt haben mit der Großen, die jetzt alleine fährt mit dem Bus und so, ja, und dann durch welche Gassen und denkt man, boah, da geh bitte nicht, weil also, wenn die Tür aufgeht und also, das kann ich gar nicht sagen, was in meinem Kopf da bei jedem Meter passiert, da schreibe ich nicht drüber, da könnt ihr nicht schlafen. Ne? Na und du, tabu-mäßig? Eigentlich wenige, aber ich stopp dann beim Schreiben. An einem bestimmten Punkt, also ich deute es an, ich bin jetzt kein Autor, der Gewaltexzesse ausbeschreibt, sondern ich stelle es vielleicht hin und lasse dann praktisch das in den Köpfen der Leser weiter wachsen. Und das ist vielleicht manchmal schlimmer. So grauslich kannst du gar nicht schreiben. Genau, das? Weil die Leute irgendwie auch im Gespräch dann irgendwie mit den Lesern ist es oft so, dass da noch viel mehr dazukommt, oder? Was man aus den Medien kennt, aus dem Fernsehen kennt. Und was die Leute selber für Bilder im Kopf haben, so grausam kann ich das gar nicht beschreiben. Genau, das funktioniert. Also ich stopp dann. Die Fantasie der Menschen ist viel grausamer, als wie was man überhaupt aufs Papier bringen kann.
Ja, ja, ja. Das ist ein gutes Stilmittel. Ja. Das funktioniert auch wunderbar. Na, jetzt kommen aber apropos massenhafte Gewaltanwendung zu deinem Festival. 15. Oktober, wenn das richtig ist? Genau, 14. Oktober bis 21. Oktober haben wir dieses Krimifest Tirol ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Heimon-Verleger, der ein guter Freund von mir ist, der Markus Hatzer. Jawohl. Haben wir irgendwann gesagt, machen wir doch ein Krimifestival im Westen Österreichs, weil es gibt nichts in Vorarlberg und Tirol und generell in Österreich relativ wenig. Lass uns doch was ins Leben rufen. Und dann haben wir gesagt, machen wir dieses Krimifest Tirol. Wird in Innsbruck stattfinden, in allen Bezirkshauptstädten, also komplett über das Land, über 30 Autoren werden nach Innsbruck kommen, über 40 Veranstaltungen werden sein und tolle Leute, internationale Gäste, Simon Beckett wird kommen, der David Lagercrantz mit seiner fünften Millennium-Buch, Melanie Rabe, Friedrich Arni, Max Anders, deutsche Krimi-Preisträger, österreichische Autoren von Slubetzky bis Rosbacher, Maxian, Gruber, also ganz, ganz viele tolle Leute, Sunil Mann aus der Schweiz. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz eine schöne Krimi-Begegnung. Und wir wollten eben auch eben dem Kriminalroman eine Bühne geben und wertschätzen und einfach sagen, wir haben tolle Autorinnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz und wir wollen das feiern und deshalb das Krimifest Tirol. Und jetzt sagst du uns den Gewinner des Krimipreises, des österreichischen Krimipreises. Wir haben auch eben diesen österreichischen Krimipreis ausgerufen, heuer 2017 das erste Mal. Und 100 Krimi-Expertinnen, das sind Journalisten gewesen, Buchhändler und Blogger, die haben drei Autorinnen und Autoren nominiert, die preiswürdig sind. Und aus diesen haben wir dann den Preisträger ermittelt. Und dieser Krimi-Preisträger, österreichische Krimi-Preisträger 2017, sitzt heute hier unter uns. Nämlich? Der oder diejenige weiß es schon. Und es ist mein Schatzi, der Thomas Raab. Ha, großartig. Also, was mich ganz, ganz besonders freut, weil der Thomas wirklich die österreichische Krimilandschaft in den letzten 10 Jahren geprägt hat und es nicht für mich hätte als Veranstalter nicht schöner hätte sein können, als dass mein Freund Thomas den Preis kriegt. Und das ist fantastisch. Und am 21. Oktober, also praktisch nächste Woche am Samstag, wird er in Innsbruck verliehen von der Bürgermeisterin und wir werden das entsprechend feiern und den Thomas hochleben lassen. Also derart super harmonisch aus einer Krimi-Runde rausgehen, ist zwar irgendwie widersinnig, aber ist ja ganz dafür haben wir ja vorher einiges vorgelegt mit der einbetonierten Dame. Mit dem Bild muss ich jetzt leben. Ja. Gratuliere, gell? Ja, danke. Ich freue mich riesig, das muss ich wirklich sagen, weil. Und es ist keine Freundalwirtschaft, obwohl wir uns wirklich einfach lieben wie Brüder. Aber das ist. Ich bedanke mich, weil einfach so viele Menschen abgestimmt haben und das ist. Eine gibt mir gerade aber man liebt Jahr, den Mann einfach. Naja, die sind ja in diesem Jahr einfach Berge, das muss ich schon sagen. Ja, das ist ein seltsames Land, wo man Mathematikprofessoren liebt, aber gut, das ist wirklich das stimmt. Aber gut, das stimmt, ich danke euch schön. Ich darf noch ein bisschen die Sendung zu Ende bringen. Wunderbar war es, danke. Folgen Sie mir jetzt in die Neuigkeiten aus der Welt der Literatur. Gratis Buchaktion in Wien. Es ist wieder soweit. Eine Stadt, ein Buch. Die weltweit einzigartige Gratis-Buchaktion steht in den Startlöchern. Seit 2002 bringt die Aktion jedes Jahr renommierte internationale Autorinnen und Autoren nach Wien. Dieses Jahr konnte Stuart O'Neill für das Projekt gewonnen werden. Ab 10. November werden in Wien wieder 100.000 Exemplare seines erfolgreichen Romans Letzte Nacht verteilt. Grüezi Frau Leon. Bestsellerautorin Donna Leon, Erfinderin der Venedig-Krimis um Kommissario Brunetti, will Schweizerin werden. Ich wohne seit vielen Jahren in der Schweiz und ich mag die Vorstellung, offiziell Europäerin zu sein. Mit US-Präsident Donald Trump habe das nichts zu tun, meint die Autorin. Leon, die gerade ihren 75. Geburtstag feierte, lebt seit Jahrzehnten in Europa. Zunächst in Venedig, dort wurden ihr jedoch die Touristen zu viel und sie zog in einen Schweizer Ort nahe der italienischen Grenze. Vielleicht übersiedelt Kommissario Brunetti ja auch bald in die Schweiz.
Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Kein Krimi, sondern das flämische Nationalepos Eulenspiegel. Charles de Costa konfrontiert da den spanischen König Philipp II., einen der schlimmeren Unholde der Geschichte, mit dem Anarchisten und listigen Widerstandskämpfer Eulenspiegel. Ein herrliches Buch. Zu Eulenspiegel auch meine Quizfrage. Welcher deutsche Komponist ließ ihm die Tondichtung Till Eulenspiegels lustige Streiche mit einem berühmten einleitenden Hornmotiv zukommen? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker vom geschätzten Preisträger gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser. Danke. Dankeschön. Ja, ich war das. Richtig schön. Das war's. Ja.